Die auf der Bank. Das bin ich. Anna. Boah, geht das ab. 7 Tage bin ich unterwegs mit Menschen, die bis vor kurzem noch Krebs hatten. Doch anstatt an Deck mitzuhelfen, brauche ich erstmal Selbsthilfe. Von Rügen aus geht's los, quer über die Ostsee. Die meisten segeln zum ersten Mal, so wie ich. Hier vorne werden die durcheinander gesteckt, also das eine in den anderen rein. Was alle an Bord verbindet, jeder hier hatte Krebs. Und dann ist das bei manchen ist die letzte Behandlung erst ein paar Wochen her. Den Gurt ein. Nur ich bin davon verschont geblieben. Dass hier nicht mehr so viel Platz ist, sondern dass sie vielleicht so anliegt. Die trägt er immer mit sich rum, hat die immer dabei, hat die immer im Bett liegen. Sobald wir segeln, ist diese Weste an und dann wird die auch benutzt. Ellie und die anderen sind etwa in meinem Alter. Ihr könnt die alle aufmachen. Was macht das mit dir, wenn du plötzlich an Krebs erkrankst? Hier ist eine Patrone. Wie gehst du damit um? Und was kommt danach, wenn du den Krebs hinter dir hast? Ah, okay. Machst du dann einfach so weiter wie bisher? Nicht schlecht. Dankeschön. Ellie hat sich monatelang auf diesen Tag gefreut. Es geht los. Juhu. Endlich. Ich glaube, so eine Kaffeefahrt oder so, da hat jetzt keiner von uns Lust drauf. Das hatten wir die letzten Jahre genügend. Ja. Mit viel Ausruhen oder was meinst du? Genau, mit viel Ausruhen und so dieses... Na, halt diese Schonhaltung, ne? Also man will zwar... Man hat gar nicht die Energie dazu oder diesen Willen, jetzt aufzustehen und einfach zu machen. Und wenn man dann einfach, und das ist so, man muss einfach mal machen. Ich bin jetzt hier, um mein Abenteuer zu erleben und nicht irgendwie so eine kleine Dampferfahrt auf dem Fluss. Er hat sich dieses Abenteuer ausgedacht. Marc. Die Klemme noch aufmachen und dann kurbeln. Bei ihm war es ein Hirntumor. Nach der Behandlung segelte Marc mehrere Wochen die Atlantikküste entlang. So fand er wieder zurück ins Leben. Jetzt ist er wieder unterwegs, dank Spenden und Sponsoren mit 2 Booten. Neben Ellie sind 9 weitere Mitsegler dabei. Ihr Ziel? Abstand gewinnen. Was Neues wagen. Die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Einer der wichtigsten ist der Wibbelein-Stick. Den brauchen wir, um zum Beispiel einen Fender festzumachen, an der Reling. Und damit macht man diese schwarzen Poller fest? Genau, die Fender. Geht man einmal über die Reling drüber. Okay. Dann überkreuzt man das Ende und geht von unten nochmal durch, dass die sozusagen so gegeneinander schauen. Und wenn jetzt hier viel Zug drauf kommt, kneift dieser Knoten durch dieses Überkreuzliegen, durch die Reibung, die dabei entsteht. Willst du mal probieren? Ja. Einmal rumlegen? Also von oben? Probier's mal hier, an dem Teil. Einmal kreuzen. Und dann das Ende hier wieder durchstecken. Und jetzt liegen diese Enden parallel nebeneinander und sind einmal drüber gekreuzt. Genau. Schön, so ein Erfolgserlebnis. Yeah. Wahrscheinlich der einfachste Knoten, ne? Nein. Wie ist denn eigentlich so insgesamt dein Eindruck? Jeder hat auf so einem Turn jeden Moment irgendwie oder immer wieder so kleine Stolperfallen, Herausforderungen, wo er drüber muss. Und dann geht es einfach darum zu sagen, okay, es funktioniert eben nicht alles, aber im Großen und Ganzen funktioniert es und ich mache weiter. Sich an seine Grenzen herantasten und die sind physisch wie
psychisch. Also manchmal will man nicht weiter, manchmal kann man nicht weiter. Wenn der Krebs dann vorbei ist, dann ist doch eigentlich alles cool, oder? Richtig. Das ist so die Einstellung, das dachte ich mir vorher auch. Aber die Therapie macht dich erstmal krank. Die Chemotherapie tötet ja alle Zellen ab, die sich schnell teilen. Die Krebszellen, genauso deine Haarzellen, deine Schleimhäute, deine Blutwerte gehen in den Keller, alles wird irgendwie geschädigt. Und man versucht den Körper nur so weit zu schädigen, dass er noch überleben kann oder dass er sich wieder regenerieren kann. Und dann ist die Therapie zu Ende und dann fängt im Prinzip erst diese Regeneration an. Ich kam mir vor, als ob ich in einer fremden Hölle stecke. Dieser Körper ist nur irgendein Konstrukt, in dem ich mich befinde. Das bin nicht mehr ich. Ich konnte keine 5 Treppenstufen gehen, ohne außer Atem zu sein. Ich möchte zum Einkaufen gehen und auf dem Weg nicht vergessen, was ich einkaufen soll. Diese Kleinigkeiten, die vielleicht nicht wichtig anhören, aber die tatsächlich, wenn man dann an diesen Problemen scheitert, einen einfach fertig machen. Das ist wahrscheinlich auch der Moment, wo viele sagen, schon dich doch lieber, statt jetzt segeln zu gehen. Klar. Ich konnte es nicht mehr hören, dieses schon dich und erhol dich. Und jetzt hast du so viel geleistet und musstest so viel leiden. Tu dir was Gutes, mach einen Urlaub irgendwo auf einer schönen Insel, leg dich am Pool und genieß die Sonne. Ich lag doch jetzt ein halbes Jahr im Bett. Warum soll ich mich jetzt noch an den Pool legen? Ich will mich wieder bewegen, ich will was erleben, ich will was sehen. Ich will wissen, dass ich da bin. Marc will mit uns nach Norden, Richtung Kopenhagen. Wo wir heute genau anlegen, nicht so wichtig. Ich will nur möglichst bald ankommen. Auch Ellie kämpft mit der Übelkeit. Nur hat Ellie zusätzlich noch eine Brechphobie. Sie hat große Angst davor, sich zu übergeben und erträgt es kaum, wenn andere es neben ihr tun. Trotzdem ist sie hier. Wie ist es bei dir, Ellie? Es geht noch. Ich habe eher, also ohne das jetzt persönlich zu meinen, damit er jetzt ein Problem, das allen anderen schlecht ist. Ja, ja. Also ich bin eigentlich gerade ein Problem. Ein bisschen, aber da muss ich halt jetzt auch durch, ne? Wow. Okay, wo ist der Eimer? Da hinten. Nee, es gab doch einen. Kann ich mal den Eimer haben, schnell bitte? Kann mir jemand den Eimer geben? Das einzig Gute ist zu wissen, dass wir heute früher oder später noch anlegen werden. Irgendwo in Dänemark, nach 8,5 Stunden Überfahrt. Ich würde vielleicht einen Teller erstmal mit ein bisschen weniger Inhalt nehmen, weil ich jetzt nicht so sicher bin, wie viel. Danke. Gegessen wird unter Deck, gemeinsam mit der Crew vom zweiten Segelboot. Übelkeit und Kälte sind für heute überstanden. Jetzt gilt es, Kräfte zu sammeln. Für morgen. Ja, also du und wahrscheinlich auch du, ihr denkt wahrscheinlich. Ja. Becky hing heute den ganzen Tag über der Reling. Tag 2. Ein Spülplan gibt es nicht. Jeder packt an, wie er gerade kann. So, haben wir alles? Ja, noch hier liegt noch so ein Messer. Becky hat sich erholt. Und ich mich auch. Was hat sich denn für dich verändert durch die Diagnose? Eigentlich alles. Also man achtet mehr auf seinen Körper.
Man stellt ein bisschen die Ernährung um. Man nimmt die Natur anders wahr. Also eigentlich hat sich das komplette Leben verändert. Also man ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Der Freundeskreis verändert sich ein bisschen. Wie denn? Ja, die haben halt irgendwie andere Prioritäten in ihrem Leben als ich. Also, und dann sortiert man doch seine Freunde aus. Was sind denn das für Prioritäten, die, wo du jetzt sagst? Ja, Spaß haben und trinken. Das ist aber für mich nicht mehr wichtig, weil ich möchte nicht morgens aufwachen und einen großen Kater haben und einen Tag verschenkt haben. Weil ich kriege diesen Tag nie wieder. Man weiß nicht, wie viele Tage man hat. Und den auf der Couch abzugammeln, das ist mir einfach zu schade. Was ist denn schlimmer, diese ganze Zeit mit dem Krebs oder dann danach? Das ist auf unterschiedliche Art und Weise schwer. Also während der Krebstherapie fand ich das halt körperlich sehr, sehr schwer. Mhm. Jetzt im Nachhinein finde ich, ist es halt eine seelisch, also für die Seele eine Aufgabe, das nicht an sich so rankommen zu lassen. Das ist halt auch sehr anstrengend. Ja, und was halt schwierig ist, ist, dass immer alle anderen Menschen meinen, man wäre schon gesund. Mhm. Erwarten die dann viel, oder? Ja, die erwarten halt, dass man so ist, wie man vorher war. Wie hättest du dir denn gewünscht, dass dein Umfeld sich verhalten hätte? Ehrlich gesagt glaube ich, dass man in der Situation es mir hätte gar nicht recht machen können. Hm. Also das zu ignorieren, dass ich krank bin, fand ich blöd. Dass man mich so versucht hat zu motivieren, fand ich blöd. Ich fand eigentlich alles blöd. Das Kranksein wirbelt dein ganzes Koordinatensystem durcheinander. Nicht nur deinen Körper, einfach alles. Da musst du erstmal mit klarkommen. Dich neu sortieren. Und lernen, damit umzugehen. Du hast jetzt eine Aufgabe. Ja. Du musst die Vorleine lösen, wenn ich das sage. Die Vorleine. Das ist die Leine, die vorne ist. Das habe ich mir jetzt gedacht. Die Vorleine. Okay. Heute will Becky richtig mit anpacken. Nicht wieder unterkriegen lassen von Wind und Wellen. Und das, obwohl sie weiß, dass sie noch nicht so lange durchhält. Ihre Therapie ist erst ein halbes Jahr her. Wunderbar. Was machen Sie, muss ich tun? Also nicht ziehen, sondern ja, Gegenteil. Ja, so, aber schon oben lassen. Ah, okay. Macht man immer zur Sicherheit. Das eine muss jetzt so nach rechts und das andere links bleiben. Okay, und hast du schon rausgefunden, wie man das macht? Ja, es muss unten bei 60 Grad ungefähr stehen. Dann funktioniert das wohl auf diesem Kurs so. Aber es ist als Anfänger jetzt nicht so einfach, finde ich. Sehr schwierig. Was? Das auf 60 Grad? Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Aber ich bin am Anfang immer sehr schlecht. Und irgendwann, wenn ich es raus habe. Sehr gut. Genau, wenn ich es raus habe, dann irgendwann geht's. Aber am Anfang stelle ich mich mal ein bisschen blöd an. Mitten auf dem offenen Meer dann. Wetterumschwung. Sturmwarnung. Bei 20 bis 25 Knoten Wind kann man noch ganz gut segeln. Wir haben 35. Also Segel reinholen, Kurs ändern. Becky ist K.O. Und mich hat die Übelkeit auch wieder erwischt. Sechseinhalb Stunden auf und ab.
Geschafft. Endlich wieder Land. Und die Übelkeit geht ja auch vorbei. Wenn du jetzt so an die nächsten Tage denkst, hast du noch Bammel vor der Übelkeit? Also schon besser als am Anfang oder noch genauso schlimm? Gestern, als es mir so schlecht ging und ich mich wirklich noch mal übergeben musste, war das schon ein ganz anderes Gefühl als am ersten Tag, wo es mir so schlecht ging. Also es war ein anderes Schlechtsein. Ich war immer noch glücklich dabei, obwohl man sich übergeben hat. Und bei dir? War zwar irgendwie doof, wenn man nicht so viel vom Segeln mitbekommen hat. Ja, man verpasst eigentlich das Segeln an sich, ne? Aber es war also alles besser als am ersten Tag. Ja. Ist das mit der Übelkeit eigentlich vergleichbar mit der Chemo? Die einem da schlecht wird? Nee. Also ich finde jetzt, dass es bei der Chemo noch viel schlimmer war. Und auch viel plötzlicher. Also hier ist es so, man merkt, oh, mir wird schlecht. Dann dauert es und es dauert. Und dann muss man sich übergeben. Und bei der Chemo ist es wirklich so, mir ist schlecht und es kommt sofort. Also man hat eigentlich nicht mehr viel Zeit, um zu reagieren und einen Eimer oder sowas ranzuschaffen. Du hattest du erst die Chemo und dann die OP oder wie war das bei deiner Therapie? Mhm. Erst 5,5 Monate Chemo, dann die OP und dann hatte ich noch mal 1,5 Monate Bestrahlung. Also fühlst du dich jetzt gesund oder bist du irgendwie immer doch, ja, wie fühlst du dich da? So dazwischen. Also es gibt Tage, da denke ich mir, ich bin geheilt, sie haben alles entfernt und es wird alles gut. Und manchmal denke ich so, aber trotzdem bin ich irgendwo noch krebskrank, weil halt so die Nebenwirkung, wie halt, dass die Brust noch wehtut oder so, fühlt sich halt krank an. Andererseits muss ich ja froh sein, dass ich meine Brust halt noch habe, ne? So, jetzt von außen sieht es ja auch keiner. Solange man angezogen ist, wird ja nie einer auf die Idee kommen, dass ich jetzt eine Brust-OP hatte. Aber ich versuche das halt nicht so zu meinem täglichen Thema zu machen, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Also nicht so nah an mich rankommen lassen. Aber warum hast du dann nicht einen Segelturn gemacht mit Nicht-Krebskranken? Vielleicht auch, weil man da aufgefallen wäre, dass man doch irgendwie ein bisschen anders ist. Und dass man vielleicht halt kein Verständnis dafür bekommt, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, Seile rein und man ist nicht schnell genug, weil einem vielleicht noch die Kraft fehlt. Ich glaube, das wäre mit Leuten, die das dann nicht durchlebt hätten, die würden anders reagieren. Also die würden dann sagen, ja, aber das muss jetzt funktionieren und das muss schneller gehen. Und die würden, glaube ich, keine Rücksicht nehmen. Ich glaube, deswegen ist es dann doch halt schön, das mit Leuten zu machen, die einen verstehen. Was Krebs bedeutet, was er mit ihr macht, das muss Becky hier niemandem erklären. Hier gibt nicht die Krankheit den Kurs vor, sondern Wind und Wellen. Am 4. Tag ist die Übelkeit verflogen, auch bei Ellie. Sie versorgt die Crew heute mit Pasta und Würstchengulasch. Segeln macht hungrig und es verbindet. Ja, wie man die richtig programmiert oder so, I don't know. Der Alltag, die Krankheit, alles ist jetzt weit weg. Nur manchmal, da meldet sich das Leben vom Festland. Bei Ellie sind das ihr Mann und ihr Sohn. Geht's euch gut? Eine Brille? Eine Sonnenbrille, guck mal. Oh, weil die Sonne so doll scheint. Hi! Hallo! Na, mein die Süß. Sonne scheint? Ja, die Sonne scheint. Da ganz hin. Mama, bin ich eine schwarze Nase. Ich habe mich ganz dick eingecremt.
die Brille auf. Mama. Ich soll diese Brille auf. So, besser? Ja? Ja. Bye. Positiv. Bis bald. Bis bald. Versprochen. Tag 5. Wieder eine Etappe geschafft. 8 Stunden haben wir gebraucht. Hat sich dieses Mal gar nicht so lang angefühlt. Dass wir alle trotz Sonnenschein total durchgefroren sind, egal. Bei aller guten Laune, einer ist doch immer mit dabei. Elli holt der Krebs an Land wieder ein. Nebenbei, beim Spaziergang. Krebs ist ein Asshole. Ist halt so, das ist ein Arschloch und manche haben da mehr Glück und manche halt weniger, ne? Mama, ich habe die ganze Krebssache habe ich noch nicht geschafft. Dort, wo früher meine Brust war, habe ich diese Hautmetastasen. Und das heißt, die sind immer noch im Körper und die können immer noch mit dem Blut weiterwandern in die Leber, ins Gehirn, in die Knochen. Also das klingt ja total gruselig. Macht dir das nicht Angst? Das macht ganz große Angst. Ich habe Todesangst, dass man dann wirklich abends am Tisch sitzt irgendwie und dann anfängt zu weinen, weil es einfach alles nervt. So, und dann ist alles nur noch schwarz um dich herum. Oh Mann. Ja, das ist. Ja, geht gleich wieder los. So, das ist nicht fair, dass ich mit 26 scheiße Krebs kriege. So. Ist es auch nicht. Nee. Warum ich mit meiner kleinen, süßen Familie, wo einfach alles passt? So, ja. Warum muss ich da jetzt durch und warum. Ja, das fragt man sich schon. Warum so jung? Ja, warum muss mein Kind irgendwann ohne eine Mama aufwachsen oder ohne mich als Mama? Ist das so, dass du schon damit rechnest, dass du stirbst? Ja, schon. Bei manchen kommt das wieder, bei manchen nicht. Und bei manchen kommt das nach Jahren wieder. Und bei mir kam das nach einem Monat wieder. Und dann hast du nur noch Bock, irgendwie den Stinkefinger zu zeigen. So, ne? Also da resigniert man einfach. So. Es gibt so viele Leute, die Suizid begehen. Und so viele Leute, die leben wollen, die müssen sterben, nur weil es diese Krankheit gibt. Das ist so unfair. Jeden Tag könnte der Krebs wiederkommen. Geheilt ist man immer nur für den Moment. Bis 25. Da helfen auch keine Statistiken. Die Wahrscheinlichkeit, dass Marks Hirntumor wiederkommen würde, lag bei gerade mal 2%. Und dann ging alles wieder von vorne los. Wie war das dann für dich, als er dann wiederkam, der Tumor? Als ich das zweite Mal krank wurde oder die Diagnose bekam und es dann hieß, wir machen jetzt eine Chemotherapie, habe ich ja erst gesagt, nee, mache ich nicht. Aber hattest du nicht auch Angst davor, ich meine, wenn du nichts machst, dass du eben dann stirbst? Gute Frage. Nein, ich hatte mehr Angst davor, vor dem, was diese Therapie anrichtet. Erst habe ich gesagt, dann möchte ich einfach alles verkaufen, was ich habe, mir ein Schiff holen. Und dann segel ich einfach los. Und ich habe das wirklich gesagt, vielleicht komme ich an in irgendeinem Hafen und kann zu Hause anrufen, dass ich da bin. Vielleicht rufe ich nicht an, vielleicht findet man mich irgendwann mal, vielleicht findet man mein Schiff mit mir drauf oder nicht. Aber ich möchte nicht in dieses Krankenhaus gehen, um krank zu werden. Ich möchte mich nicht wieder zugrunde richten lassen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich habe eben auch Verantwortung für andere. Dass man auch von mir zu Recht erwarten darf, dass ich diese Therapie mache, dass ich mich darum bemühe, gesund zu werden, um eben bei meiner Familie, bei meinen Freunden zu sein. Und nicht egoistisch zu sein und zu sagen, ich ziehe das jetzt für mich persönlich einfach durch. Ich hau ab, ich lasse alles da. Macht doch euren Scheiß alleine.
ist erstmal eine ganz nette Idee. Vor allem in so einer Situation, wo man sich sowieso mit seiner Krankheit komplett alleine fühlt. Aber tatsächlich ist man da nicht alleine. Also, sie sind ja alle da. Beine los! Mein letzter Tag. Alle haben durchgehalten. Langsam, Ingo! Ingo, langsam! Langsam! Wir müssen noch mal ran. Und wieder raus. So, und jetzt reinholen. Schnell, damit sie nicht in die Schraube reingeht. Den Krebs hinter sich lassen, das passiert nicht von alleine. Okay. Dafür brauchst du Geduld und Kraft. Eine Garantie, dass er nie wiederkommt, die gibt es nicht. Hast du denn noch immer so auch die Angst im Hinterkopf, dass der Tumor wiederkommt? Ich werde diesen Krebs und die Sorgen damit, die Angst damit, die Probleme damit nie los. Das ist halt immer drin. Ich kann es verdrängen, ich kann sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann abends einschlafe, dann denkt man doch irgendwann wieder dran. Ich kann jeden Tag wieder krank werden. Ob es jetzt Krebs ist oder was anderes ist, weiß ich nicht. Aber das Bewusstsein ist jetzt auch nichts Schlechtes, ist jetzt nichts, was mich belastet. Deswegen würde ich auch sagen, das war in der Kombination, dass ich auch wieder gesund oder bis heute wieder gesund bin, war das eine ganz gute Sache. Also ich habe mein Leben, konnte ich zum Positiven drehen. Intensiver leben, vielmehr das auch zu schätzen wissen, was jeden Tag passiert. Möglich machen, was möglich ist. Es ist gerade alles gut. Es fehlt nichts. Klar habe ich Träume und Wünsche, aber nichts, was im Moment fehlt, wo ich sage, ich bin gerade unzufrieden oder unglücklich. Und das hinzubekommen ist, glaube ich, die hohe Kunst, keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben. Jetzt verstehe ich auch, warum Elli keine Dampferfahrt machen wollte. Alles geben, egal wie anstrengend es ist. Oder gerade weil es anstrengend ist. Jo, noch dreimal drehen. Jo. Komm, komm, das schaffst du. Boah, krass, Elli. Tipptopp. Ich merke, dass andere kein Mitleid haben mit mir und ich habe mit den anderen auch kein Mitleid. Und das ist ein schönes Gefühl. Ja? Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Auch hier auf dem Boot sind wir alle gesund. Ne? Also, weil wir haben halt alle Krebs gehabt, aber alle anderen Gesunden sind halt draußen. So, von daher sind wir jetzt hier drin gesund. Das ist so... Ja, wenn man unter sich ist, dann ist das eigentliche Thema kein Thema mehr. Sieben Tage war ich unterwegs mit Menschen, die Krebs hatten. Die Krankheit segelt immer mit, aber im Moment spielt sie keine Rolle. Im Moment ist alles gut.